Ein Buch von Claudia Esser, entstanden auf die Initiative der Stadt Dorsten hin und vorgelesen von 10 Schülern des Lycée de la Côtière in Lavoisse, Frankreich. Es lesen euch vor Meloé, Colin, Justine, Lucie, Clément, Eva, Noémie, Emeric, Oksana und Nina Nuhr. Wir wünschen euch viel Spaß. Was unsere Superhelden und alle anderen auch über Corona wissen sollten. Eine Initiative der Stadt Dorsten. Was ist eigentlich Corona? Corona sieht so aus. Du siehst gar nichts? Stimmt! Damit du es sehen kannst, muss man es nämlich vergrößern. Eine Lupe reicht da aber auch nicht. Es ist so, so klein, dass man ein richtig gutes Mikroskop braucht, um es finden zu können. So, das ist also Corona, ein Virus. Die Mehrzahl, also mehr als ein Virus, heißt Viren. In Wirklichkeit hat Corona weder Augen noch Ohren. Es ist auch gar kein Lebewesen. Und was hat das nun mit dir zu tun? Ganz einfach. Corona will sich vermehren. Dazu braucht es Menschen. Allein schafft es das nicht. Du kannst das Virus ja nicht sehen. Deswegen haben wir es hier mal groß dargestellt. Außerhalb vom Körper macht es dich erst einmal nicht krank. Aber wenn du nun vielleicht mal kurz die Finger an deinen Mund nimmst, nutzt Corona die Chance. So gelangt das Virus in deinen Mund. Hier findet es nun ideale Bedingungen, sich zu vermehren. Das bedeutet, aus dem einen Virus werden immer mehr und mehr. Das alles geschieht in deinem Körper und macht dich krank. Menschen fühlen sich während der Erkrankung ganz unterschiedlich. Die einen merken nichts, andere haben etwas Husten und manche fühlen sich auch richtig krank. Und leider gibt es auch viele, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Auf ungefähr 85 Erkrankte, die zu Hause gesund werden, kommen 15 Erkrankte, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Damit du es dir vielleicht besser vorstellen kannst. Es werden vor allem Menschen im Krankenhaus behandelt, die schon länger andere Krankheiten haben. Das sind oft ältere Menschen. Ihnen geht es dann manchmal auch sehr schlecht.